Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen TCG Opening. Und zwar machen wir heute mal wieder was von Digimon auf. Da wir ja in letzter Zeit ziemlich viel Pokémon gemacht haben, habe ich mir gedacht, ein bisschen Abwechslung reinbringen, deswegen wieder was von Digimon. Das letzte Mal haben wir aufgemacht BT04 Great Legend. Bedeutet, heute ist dran das nächste Set, nämlich BT05, was da heißt Battle of Omni. Und Omnimon und so weiter, ne, kann man schon ein bisschen so erahnen, was für Karten drin sind. Es sind aber auch ziemlich viele, ich sag jetzt mal, die Digimon aus der ersten Staffel drin. Insbesondere Greymon und so. Gucken wir uns jetzt mal ganz etwas genauer an, was da noch drin ist. Und wenn meine Stimme noch ein bisschen überlegt klingt, das liegt daran, dass ich Coronavirus hatte. Genau, aber ist wieder alles gut, schaut auch nicht viel, schaut nur ein bisschen. Bisschen Husten, bisschen Schnupfen, bisschen Halsweh, aber nichts Wildes, wie eine normale Grippe quasi. Genau. So, jetzt gucken wir mal gerade hier bei Card Market. Die haben nämlich, das finde ich ein bisschen blöd, die haben nämlich die World Digimon Seite. Da siehst du zwar noch die ganzen Produkte, also die ganzen Sets halt eben, aber wenn du dann auf die Cardlist gehst, wirst du auf eine Bandai Seite weitergeleitet und die ist irgendwie nicht so geil aufgebaut. Man kann zwar jetzt filtern, filtern ist ja das, was ich angemerkt hatte, was geil wäre, wenn es das noch gäbe, aber die Seite an sich ist ein bisschen komisch einfach. Und ja, deswegen gucken wir jetzt hier bei Card Market. Ich bin bei Battle of Omni Einzelkarten und die Sammelnummer ist aufsteigend. Bedeutet, wir fangen hier an mit Koromon 001, dann Zunomon 2 und 3 und 4 weiter, ne? Kennt man dann wieder. Genau, also was haben wir hier für Karten drin? Nur einen ganz kurzen Überblick. Wir haben zum Beispiel hier Agumon drin. Dann haben wir ganz viele Greymons drin, also das normale Greymon haben wir hier drin. Dann haben wir hier das Metall-Greymon im Alterus-Mode. Wir haben War-Greymon hier drin, wir haben Psych-Greymon drin. Dann haben wir noch Gabumon hier drin. Und die Weiterentwicklung bedeutet Garurumon. Wir haben hier auch noch das, wo ist es, Vere-Garurumon als Sagittarius-Mode, was auch immer das ist. Wir haben nochmal Metall-Garurumon drin, als Super Rare. Genau, und dann geht's so weiter. Und ich will jetzt gar nicht auf alle Karten genauer eingehen. Wir haben noch Banjo-Lilimon hier drin, beispielsweise Rosemon, also ein paar ganz coole Karten. Genau, wir gucken jetzt mal nach hinten nach den dicken Hits, sag ich mal. Ja, hier sind nochmal ein paar Alternative. Das Chaos-Galantmon, das Chaos-Galantmon, also das, ne, hier das, wie sagt man denn, ist das eine Super Rare? Ne, ist auch eine Alternative mit dem goldenen Rand. Okay, ah, hier ist das Chaos Galantmon, dann eine Alternative und noch eine Alternative. Genau, hier sind wie gesagt die Omnimon-Karten dann, also normales Omnimon, dann Alternativ und nochmal eine Alternative. Nochmal ein Omnimon, nochmal Omnimon, Omnimon Zwart, Omnimon Zwart. Also, ja, Omnimon zwar nochmal alternativ, also wie gesagt, das Set heißt ja Battle of Omni, deswegen Omnimon auf jeden Fall hier eins der gefeaturedsten Digimon. Dann haben wir hier die Tamer-Karten, das ist wichtig wegen Boxtopper, also das sind die Tamer hier, diese sechs Karten. Dann kommen die ganzen Option-Karten und dann gehen wir auf die letzte Seite und da sind nämlich dann die beiden Secret Rares, beziehungsweise die vier Secret Rares, also das hier ist die eine Secret Rare, Omnimon X Antibody, das ist dann das alternative Artwork davon und dann gibt es noch Omnimon Zwart Defeat als Secret Rare und das hier ist das alternative Artwork davon. Ich finde, die Karte hier hat irgendwie sowas von diesen Karten von früher, diese Retro-Karten. Sieht ganz cool aus, würde mich über die freuen. Ansonsten natürlich eigentlich immer die Alternativen cooler, weil ja, ist alternatives Artwork, aber natürlich überhaupt eine davon zu ziehen ist, glaube ich, heute schon ganz nice. Ich weiß nicht, ob eine garantiert ist, das steht ja nie so wirklich auf der Box jetzt drauf, aber ich denke mal, wir ziehen eine hiervon und dann fände ich natürlich diese Retro-Karte irgendwie eigentlich schon so am coolsten, ne? Auch wenn es jetzt nicht die teuerste ist hier diese Alternative von Omnimon Sword Defeat. Genau, kann ich auch wieder umschalten. Wir gucken uns nochmal hier jetzt das Display an, was hier alles so drauf steht. Also 12 Karten pro Pack, 24 Packs in dieser Boosterbox. Da steht nichts drauf, da steht nichts drauf. Hier steht noch was drauf. Und zwar 112 Karten sind hier in total in diesem Set drin. 44 Uncommons, 30
44 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares, 2 Secret Rares. Dann steht hier aber noch, this pack also includes alternative artworks from the above types. Box contains, also Box Promotion, each box contains one alternative art card from 6 types. Genau. An Box Promotion ist hier auch sonst tatsächlich weiter nichts drin als dieser Boxtopper. Und der Boxtopper ist eine alternative Artwork-Karte von diesen 6 Tamen, die eben ganz kurz zu sehen waren. Wir haben keine Dash-Packs, wir haben kein Box-Promo-Pack. Bisschen schade, aber ich sag mal, überhaupt irgendwie so einen Boxtopper zu haben, ist ja eigentlich schon ganz nice. Von daher, ja, würde ich sagen, gehen wir rein. Machen wir hier ganz fresh an der Seite das Display. Uff. Einmal rundherum und ich weiß gar nicht, wie teuer jetzt die Boxtopper sind oder welcher davon der teuerste ist. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was wir hier drin haben. Ist ja eh eigentlich, also ist ja eh bonusmäßig, ne? Von daher schauen wir mal. Liegt der richtig rum drin? Liegt der falsch rum drin? Klebt der wieder im Deckel fest? Okay. Wir haben Nokia Shiramine. Keine Ahnung, wer das ist. Aber wir haben sie. Nokia Shiramine. Oh, die Karte ist... Okay, die Karte sieht ganz geil aus. Die ist nämlich so komplett silberglänzend. Also das ist ein komplett silbernes Holofoil. Das sieht ganz nice aus. Auch wenn ich jetzt die gute Nokia hier nicht kenne. Aber okay. Nehme ich. So. Dann, boah, die Booster sehen geil aus. Okay, gibt's Booster Artworks? Verschiedene? Nein. Ist alles dasselbe. Okay. Das heißt, wir brauchen auch hier nicht nach Booster Artworks gucken. Das heißt, eigentlich können wir direkt loslegen, oder? Ich fahre das mal hier gerade ein bisschen an die Seite. So. Und dann, ja, würde ich sagen, legen wir los. Ich nehme wieder eine Schere, um die Booster Packs hier aufzumachen. Das dauert zwar ein bisschen länger, das schneide ich dann raus. Aber ist halt eben immer ein bisschen safer als mit diesem Hoch- und Runterzieh-Ding da, ne? Das hat ja einmal schon mal nicht funktioniert. Okay, wir fangen an mit Mechanorimon. Dann Triceramon. Paledramon. Dann haben wir einen Weedmon, das hier in der Küche steht, mit einem, ach Gott, wie heißen sie nochmal? Monochromon oder so. Auf jeden Fall macht es hier irgendwelche frechen Sachen. Dann haben wir Black Margaogamon. Okay. Demonic Disaster. Haben wir hier irgendwas drauf, was man erkennen kann? Nee. Also ich zumindest nicht. Dann haben wir Nightmon. Neptunemon. Als so eine. Bei Pokémon wäre es Full Art. Also halt ne, groß gezeichnet gerade. Dann den Absolute Blast. Banjo Limon, okay, ist das, nö, ist einfach nur ein Ankommen, auch so eine Full Art Ankommen gerade hier. Dann haben wir Takumi Aiba als erste Rare. Ich mag ja diese Character Rares, also mit diesem goldenen Rand hier drum, finde ich immer ziemlich nice. Und dahinter, okay, Hexa Blaumon als erste Super Rare. Dahinter ist jetzt nämlich dann noch hier diese ja, Play Card. Die nehme ich jetzt einfach dann immer direkt schon raus, damit man die nicht noch hier extra wegsortieren muss. Okay, das ist also jetzt die Ausbeute des ersten Packs. Ich will mir auch bei Digimon angewöhnen, die Karten Preise direkt hinzuschreiben. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle im Hintergrund liegen lassen will, weil gerade die Rare-Karten, da gibt es ja doch schon ein paar von. Ich glaube, ich mache so, ich lasse da nur die Super Rare im Hintergrund liegen. Die Rare-Karten lege ich mir separat weg. Ich glaube, das ist so am sinnvollsten. Alrighty then. Geht weiter mit Keramon. Dann Siakomon. Ein Kyubimon. Dann Black Growlmon. Okay, oder? Nee. Black Growlmon. Dann Triceramon. Okay, Triceramon war das, glaube ich, eben dann im Hintergrund. Piximon, der alte. Piximon, der gute. Dann Supreme Cannon. Nochmal Neptunimon. Shoutmon. Okay. Zanbamon, dann Nokia Shiramine, okay, das ist, guck mal hier,
Das ist jetzt die, also das hier ist quasi das Original. Sieht auch geil aus mit dem goldenen Rand. Das hier ist der Boxtopper, die alternative Artwork-Karte. Wobei das Bild ist eigentlich dasselbe, ne? Hier ist halt nur mehr drauf zu sehen, if you know what I mean. Genau, also Nokia Sheramine und dahinter ist als normale Rare, aber als Full Art Rare quasi das Sakuyamon. Okidoki. Dann fahren wir fort mit Cutemon, ein Pillowmon, ein Gaussmon, Floramon, Blackmach Gaugamon, Garurumon, okay, der ist cool, der alte Garurumon, den kennt man auch mal wieder. Ultimate Flare, Tsunomon, den kennt man natürlich auch. Fake Agumon Expert. Oh, oh, oh. Hat hier jemand sein Diplom gefälscht oder was? Der Fake Agumon Expert. Revive from the Darkness. Wer ist denn? Ist das? Das ist Divimon, oder? Ich glaube, das ist Divimon, der hier gerade aus seinem Sarg aufsteigt. Oh, ho. Oh, dann haben wir schon die erste Rare. Und zwar Megidramon. Die sieht nice aus. Das gefällt mir. Und dahinter ist Chaos Galantmon als Super Rare. So, sorry, wenn ich zwischendurch immer mal ein paar Cuts mache, aber kann sein, dass ich immer noch mal husten muss oder einfach, wenn ich viel rede, dann verschleimt der Hals wieder ein bisschen. Dann muss ich mal was trinken oder mal kräftig schlucken, deswegen sind ein paar Schnitte drin. Aber ja, Chaos Galantmon, zweite Super Rare, ziemlich düstere Karte. Kann man leider gar nicht so viel drauf erkennen hier auf der Kamera. Aber Chaos Galantmon, Super Rare, super geil. Alles klar, also Vairamon ist der nächste, dann nochmal Kyubimon, ein Gevemon, den kennt man wiederum auch aus der Serie, dann Commandramon, der hier den Fleisch, also der verspeist da irgendwas, wobei das ja so ein Ding, ne? Das ist auch bei Pokémon, in der Pokémon-Welt gibt es keine Tiere und in der Digimon-Welt ja eigentlich auch nicht, das heißt jedes Mal, wenn die in der Serie Fleisch essen, ist das von einem Pokémon bzw. von einem Digimon. Und dann haben wir eigentlich gerade hier die Royal Nuts gezogen. Okay. Das heißt, jedes Mal. Oh, das sieht geil aus. A Blazing Storm of Metal. Okay. Und ich glaube, wenn das extra Blazing Storm of Metal heißt, ist das hier Metal Greymon und Metal Garurumon. Wobei das sieht mir eher nach War Greymon eigentlich aus, oder? Naja, egal. Also A Blazing Storm of Metal. Kiwimon. Monitamon, das ist ein Monitor. Oh Gott, den fällt auch nichts mehr ein. Dann Renamon. Wir haben Wisselen, okay, als erste Rare. Ne, das ist schon die zweite Rare. Wo ist denn die erste Rare? Das hier, Renamon, okay, habe ich überhaupt nicht gesehen. Das sind beides Rare-Karten, Renamon und Wisselen, was auch immer Wisselen ist. Weiter geht's mit Garbagemon. Dann haben wir ein Kurisarimon. Ein Goelamon. Okay. Sieht wild aus. Kotemon. Troopmon. Dann Jokemon. Nochmal die Royal Nuts. Pigmon. Dann Gabumon. Okay, da ist er, der gute Gabumon. You can't actually fly. Wie hier die beiden. Na, wie heißen sie nochmal? Auf jeden Fall hacken die auf Kiwimon rum. Das sind doch die beiden, ja genau, das sind wieder die, diese aussehen wie dunkle Bertramons. Genau. Aber ich finde diese Artworks cool irgendwie. You can't actually fly, vor allem die Karten, die heißen auch immer so witzig. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, so eine Karte. Dann, okay, die erste Rare. Katastroph Cannon haben wir hier als erste Rare. Was ist da drauf? Können wir das erkennen? Nicht wirklich. Und dahinter ist, wäre Garurumon als Sagittarius-Mode, aber die normale Rare. Die gibt es ja, glaube ich, auch nochmal als Super Rare und auch als alternatives Artwork gedöns. Wir haben jetzt die normale Rare gezogen. So, und wo ich auch mal kurz drüber schnacken wollte, war bezüglich neuer Digimon-Sets. Also ich habe hiernach kommt noch, was kam denn nochmal hiernach? Auf jeden Fall das, was hier nach kam, habe ich auch noch. Oh, Agumon. Okay, sehr, sehr cool. Und dann, oh, hier Meteor Shower mit Etemon. Okay. Und danach, also hiernach habe ich noch ein Set und danach kam die Classic Collection.
und dann habe ich keine Displays mehr. Also alles, was jetzt danach rauskam, ich glaube aktuell ist BT09. Kann das sein? Ich weiß gerade gar nicht. Das habe ich noch nicht. So, Bulu Common ist die erste Rare und dahinter ist Super Rare Armageddon. Okidoki. Ja, mein lieber Gott, also das ist ja wirklich Armageddon hier. Der sieht ja ziemlich böse aus, okay. Armageddon Super Rare. Kein alternatives Artwork oder so, normales Super Rare. Aber ziemlich, ziemlich wild, wenn ihr mich fragt. So, weiter geht's mit Meramon und da, warte mal, wie ist er noch, Vardemon sein? Der Izzy's neu geklaut hat? Auf jeden Fall ist da noch jemand im Hintergrund, ich glaube, das soll der sein. Meramon, der mit seinen Flammenfingern das Essen erhitzt. Genau, also wo ich dran war, die Sets nach der Classic Collection habe ich noch nicht. Und ich bin auch ganz ehrlich noch nicht sicher, ob ich die sammeln soll. Weil ich finde irgendwie so, du hast 6 Sets, dann kommt die Classic Collection und das ist irgendwie so ein cooler Abschluss, ne? Weil alles, was danach kam, also ich weiß nicht. Das sind halt auch wieder dann immer 70 Euro oder so pro Display und da weiß ich halt eben nicht, also wo macht man irgendwann mal Schluss, weil ich meine, das kann ja nicht immer so weitergehen. Waru Monzaemon und dahinter ist Takumi Aiba nochmal als Rare. Weil ich hätte tatsächlich dann auch eher gesagt, dass ich quasi nach der Collection, also nach der Classic Collection, einfach vorne wieder anfange. Marine Devimon, okay. Dass ich quasi wieder, also ich habe ja noch von den die normalen Sammelkarten von früher aus den 90ern, da habe ich auch noch Displays, dass ich davon wieder was aufmache und dann halt einfach bei BT1.0 quasi wieder anfangen, weil ich will ja auch die Sets eigentlich halt eben voll sammeln, so, ne? Und das Ding ist halt, wenn du immer neu und neu und neu und neu, dann kommst du halt nicht dazu. Ich habe das Problem ja schon bei Pokémon, dass die als neue Sets rausbringen, aber ich habe noch caseweise Displays von den alten Sets hier. Da kommst du einfach nicht mehr hinterher. Okay, Argumon als normale Rare und dahinter ist Diaboromon auch als normale Rare. Zumal was bei Digimon halt eben auch irgendwie so das Ding ist, da passiert irgendwie gefühlt nichts jetzt. Also die bringen ein Set nach dem anderen raus, okay. Aber es gibt keine neuen Kartentypen oder die Special-Karten verändern nicht ihr Aussehen. Das heißt, die ganzen Wargreymon hier als Rare, das ist natürlich sehr, sehr cool. Die sieht extrem fett aus. Und dahinter ist Izzy Izumi und Mimi Tajikawa als Tamer-Card. Die sieht auch fett aus. Ich glaube, das wäre eine richtig coole Boxtopper-Card gewesen. Aber gut, jetzt haben wir die gute Nokia gezogen. Aber die sieht fett aus. Die finde ich ziemlich cool. Ja, weil wenn ich jetzt gucke bei Pokémon, die haben angefangen, jetzt die Schwert- und Schild-Ära mit V-Karten und V-Max. Dann haben sie jetzt irgendwann eingeführt die V-Star-Karten. Dann gibt es jetzt diese Radiant-Karten, also die strahlenden Karten. Die bringen da irgendwie mehr Abwechslung rein. Und dann ist es auch cooler zu sagen, okay, ich will jetzt beispielsweise alle Radiant-Karten, also alle strahlenden Karten sammeln. Oder ich will die ganzen V-Stars haben oder so. Und hier ist halt eben, das passiert hier nicht. Hier geht's halt einfach immer so weiter. Oh, das ist auch geil. Sora, Takenouchi und Joey Kido. Passend hier zu Izzy und Mimi gerade haben wir jetzt noch Sora und Joey gezogen. Das ist sehr cool. Und dahinter ist Metal Greymon in Alterus Mode. Das ist auch nice. Und ich meine, klar, das ist nicht so einfach, hier so Abwechslung reinzubringen, weil die halt eben nicht diese Kartentypen haben. Also es gibt Starmons, gibt es nicht als Starmon V beispielsweise, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Und von daher kann ich das schon verstehen, aber das Ding ist halt, die hatten damals, wo ich die Themendecks aufgemacht habe, da hatten wir doch in den Ein-Jahres-Anniversary-Themendecks, waren doch diese Special-Karten drin. Und die hatten doch so ein krank geiles Holo-Foil. Und wenn die wenigstens das halt irgendwie auf Karten bringen würden, aber es sieht halt, jede Super Rare sieht halt gleich aus. Und wenn man ehrlich ist, ziemlich langweilig. Zum Beispiel das Shoutmon DX, was ich hier gerade gezogen habe. Ja, das sieht nice aus, aber der Holo-Effekt ist halt irgendwie ein bisschen lame. So, wenn ich das jetzt mit einer V-Star-Karte vergleiche oder so,
das ja, haut mich hier das irgendwie nicht so um. Und das Ding ist ja, die können das ja. Das haben die ja bei den Einjahres-Anniversary-Dingern gezeigt. Die können geile Holofoils. Aber irgendwie machen sie es nicht. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen traurig. Na klar, hier die Dinger, ich weiß jetzt gar nicht, wann die genau rauskamen. Kann ja sein, dass die neueren Sets jetzt auch durchaus aufwendige Holofoils haben, aber bei hier den halt irgendwie nicht. Und ja, dann, also ich verliere jetzt nicht die Lust an Sammelkarten, beziehungsweise Digimon-Sammelkarten, aber naja, irgendwie, da, also wenn halt nichts passiert die ganze Zeit, nochmal Sora und Joey. Oh, okay. Das ist die Alternative, würde ich mal sagen. Shoutmon DX, alternatives Artwork. Da haben wir gerade die normale gezogen. Und jetzt hier links alternatives Artwork, gut zu erkennen an dem goldenen Rand. Das ist nice. Jetzt weiß ich nicht, wie die Pullrate ist, weil bei den anderen Displays war es so, du hast gezogen entweder entweder zwei Alternative oder eine Secret Rare und eine Alternative. Ich glaube, irgendwie so war das mit der Pullrate. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das bei dem Set hier ist. Aber eine Alternative ist jetzt auf jeden Fall schon raus. So, wir machen weiter mit Black Growlmon. Also ich weiß nicht, ob man mich da verstehen kann, aber diese Classic Collection wäre halt eben ein geiler Zeitpunkt zu sagen, okay, das war's jetzt erstmal mit Digimon. Ich meine, man kann ja immer später nochmal ein paar Displays kaufen von den neueren Sets. Diaboromon nochmal hier als Rare. Und dahinter, hey, Tai Kamiya und Matt Ishida, okidoki. Gut, das wäre natürlich auch eine geile Alternative gewesen als Boxtopper. Aber gut, Tai und Matt, die beiden, ich sag jetzt mal einfach Hauptcharaktere quasi. Tai irgendwie so ein bisschen als Gruppenführer und Matt immer so als Gegenpol. Ich meine, die sind da schon Freunde, aber ne, die zerstreiten sich ja auch mal in der Serie. Also die beiden sind für mich immer irgendwie so die beiden Hauptcharaktere gewesen. Ah gut, wir werden sehen, was die Zukunft dann bringt. Wie gesagt, wir machen erstmal dann hiernach noch BT06 auf und die Classic Collection Rowdy Rocker, okay. Und ja, dann muss ich einfach gucken, wie teuer dann die neuen Displays sind. Und dann, oh, Metallia-Rohumon als Rare. Und dahinter ist Rafflesimon als Super Rare. Rafflesimon, das habe ich auch noch nie gehört. Ich freue mich jetzt erstmal auf die neuen Pokémon-Sets, beziehungsweise auf das neue Pokémon-Set, Pokémon Go. Ich meine, eigentlich war ja sogar der Plan, dass heute schon Pokémon Go kommt. Das sollte ja eigentlich am 1.7. veröffentlicht werden. Jetzt haben die aber, ich glaube, die Top-Trainer-Boxen oder Elite-Trainer-Boxen, die sind lieferbar, aber irgendwie der ganze Rest wurde verschoben, teilweise sogar auf Ende Juli, teilweise Mitte Juli, also die deutschen Boxen, da kommen sie wieder gar nicht hinterher. Terrymon Assistant und dahinter ist der Earthshaker. Okay, okay. Also Pokémon-Karten und Verfügbarkeit immer noch Katastrophe. Ich meine, der Hype ist ziemlich am Ende. Die ganzen Produkte, die rauskommen, sind in guten Mengen verfügbar. Natürlich nicht in, also es wird besser gehen, aber man bekommt wieder was. Das war ja auch schon mal anders, ne, wo irgendwie ein Set rauskam und es war direkt die ersten beiden Printruns ausverkauft. Black Walk Raymon und dahinter ist Arata Sanada. Okay, auch ein Thema, den ich noch nie gehört habe. Und dem fliegen irgendwie hier die Zahlen aus der Kapuze. Okay. Na, also von der Käuferseite quasi geht Pokémon wieder. Nur die Pokémon Company, also ich sag jetzt, also nicht die japanischen Karten, die englischen gehen sogar auch noch. Die deutschen Karten, die müssen sich halt echt mal raffen. Also was hier Release-Zeitpunkt angeht und so. Ich meine, da kommt ein Set raus, wo es keine Displays von gibt, sondern nur Boxen. Und fünf Boxen kommen zu fünf verschiedenen Zeitpunkten raus. Das sollte irgendwie auch nicht so sein. Und auch Kartenqualität. Also ich sag's ja immer wieder nochmal hier, die gute Nokia. Und dahinter ist Terrymon Assistant nochmal. Die Kartenqualität der deutschen Pokémon-Karten ist echt beschissen. Da ist Centering, Ecken, also das ist immer ein Drama. Wenn du dann ein neues Set aufmachst und du hast die eckigsten Ecken, die eigentlich rund sein sollen und die Karte, du bist sonst wohin geschoben. Das ist schon immer ziemlich traurig. Da ist Digimon schon deutlich besser, was die Qualität angeht. Wir haben hier All Delete und Omni Shoutmon.
Vor allem, es war ja nicht immer so bei Pokémon der Kartenqualität. Jetzt zum Beispiel, wo ich aufgemacht habe, Heart Gold, Soul Silver. Die Karten waren richtig gut, sowohl Centering als auch Ecken, Kanten. Da hat einfach alles gepasst. Die schöne Holo, die wir gezogen haben, da war noch keine Kratzer drauf oder so. Also Kartenqualität echt Bombe. Aber irgendwie bei den neueren Sets, ich weiß halt auch nicht warum irgendwie, ob die sich jetzt irgendwie da immer noch denken auf den Hype, die müssen da jetzt die Karten rausrotzen wie sonst was. Ja, dass diese Stadt denken, drucken, 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 Hauptsache drucken, scheiß auf Qualität, Hauptsache wir machen hier Masse, Masse, Masse. Wir müssen viel verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich meine, dieses Blatt muss ja trotzdem in die Maschine eingelegt werden. Dann nehmen die halt noch 5 Sekunden und guckt, dass es auch richtig drin liegt und gut zentriert ist und so. Aber ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Brauchen wir sich nicht drüber aufregen, ist eigentlich sinnlos. Wir sind jetzt hier eh bei Digimon, von daher genug von Pokémon. Megidramon als Rare und. Ja, geht mir die Stimme fort. Metallgarurumon als Super Rare. Aber weder alternatives Artwork noch sonst irgendwas Besonderes. Einfach nur ein ganz normales Metallgarurumon. So, 4 Booster haben wir noch. Dann ist das Display leer. Noch keine Anzeichen hier von der Secret Rare. Ich meine, wir haben zwar schon eine Alternative gezogen, nämlich dieses Shoutmon DX hier rum. Aber halt eben noch keine Secret Rare. Von daher, wenn eine drin ist, muss die jetzt in einem der letzten 4 Booster sein. So wie ich das kenne, ist die jetzt genau hier drin. Siakomon, dann Deramon, ein Dorbigmon, ein Kotemon, nochmal Rowdy Rocker, Palmon, ich glaube, die hatten wir jetzt alle schon. Meteor Shower, naja, Shoutmon hatten wir auch schon. Rosemon hatten wir, glaube ich, auch schon. Gigimon, weiß ich gar nicht, ob wir den schon hatten. Aber Tai und Matt hatten wir auf jeden Fall schon. Und ja, wie ich es gesagt habe, Omnimon X Antibody Secret Rare, genau in dem Booster, immer wenn ich von rede, ist sie da auch drin. Omnimon X Antibody ist auch zugleich die günstigste Secret Rare, die unspektakulärste Secret Rare. Wie gesagt, von der hätte ich gerne das alternative Artwork gehabt mit diesem Retro-Flair. Jetzt haben wir die normale Karte gezogen, aber immerhin eine Secret Rare und die sieht auch schon eigentlich ziemlich cool aus. Ich mag die Farbkombination von Weiß und Gold, deswegen stehe ich auch so auf die V-Star-Karten jetzt von Pokémon. Die gute Omnimon X Antibody Secret Rare. So, und damit halt irgendwie durchaus die Spannung jetzt raus für die letzten 3 Packs. Aber okay, wir gucken mal, ob wir noch eine Super Rare vielleicht ziehen. Also Alternatives und Secret Rare haben wir ja. Das heißt, die Pullrate, die ich da irgendwann mal irgendwo gesehen hatte, die scheint durchaus auch für die weiteren folgenden Sets da gestimmt zu haben oder stimmt noch. Wäre Garurumon als Sagittarius Mode Rare und dahinter ist nochmal Renamon. Vorletzter Booster, Musiamon, nochmal Cutemon, Black Growlmon, Siakomon, so rum, Deramon, dann Palmon, dann Rowdy Rocker nochmal, Zanbamon, ein Gabumon, ein Sprill Masquerade als Rare, oder? Ist das Rare? Nee, das hat gerade so ausgesehen, als wird das Symbol hier unten leuchten. Ist gar keine Rare. Das ist die Rare. Nochmal Arata, Zanada. Und dahinter ist Lord Nightmon, immerhin nochmal Super Rare. Okay, das nimmt man natürlich nochmal mit. Eine Super Rare. Wobei ich ja auch sagen muss, die Super Rares, also ich meine, die Preise habe ich jetzt eingeblendet gehabt, immer, die wir ja gesehen haben, aber die Preise bei dem Set sind schon ziemlich stark gefallen. Ich habe ja am Anfang, wo ich die Kartenliste gezeigt habe, auch immer mal so auf die Preise geguckt. Irgendwie die ganzen Super Rares nur ein paar Cent und selbst die Secret Rares irgendwie nur so 8 €. Also irgendwie ja auch die Preise ziemlich stark gefallen bei den neuen Sets jetzt hier. Beziehungsweise jetzt bei dem neuen Set ist ja nicht mehr. Aber you know what I mean. Ne? So, das Schnibbelchen weg. Letzter Booster hier von Battle of Omni. Eigentlich ein geiles Set. Viele, viele Greymon-Karten drin und so weiter. Viele erste Generation, nenne ich es jetzt einfach mal, Digimon drin. Gut, das Dorbigmon jetzt nicht, ne? Kotemon auch nicht. Aber Monochrome beispielsweise. Black Gaogamon, Marine Divimon, Piximon,
der gute Etimon im Meteorenschauer, ein Rosemon, Zunomon, dann Infermon, hatten wir den schon? Weiß ich gar nicht. Dann Omni Shoutmon als vorletzte Rare, beziehungsweise sogar vielleicht als letzte Rare, wenn auch eine Super Rare drin ist. Und den Abschluss von Battle of Omni macht ein Black War Crowlmon als normale Rare. Okay, dann würde ich sagen, ist das hier unsere Ausbeute an Super Rares, Secret Rares und alternativen Artworks. Schlägt die hier noch dabei, die Alden Nokia, weil die ist ja auch was Besonderes, dadurch, dass die Boxtopper ist. Und ansonsten, genau, ich schreibe die Preise jetzt einfach nochmal drauf. Ich habe sie wahrscheinlich schon eingeblendet, mehr, wo ich die Karten gezogen habe, aber so als Übersicht oder wenn jetzt, was weiß ich, wenn jemand das Ding zusammenrechnen will, der soll ja machen. Ansonsten, was die Rares angeht, hier habe ich jetzt hier einen ganz schönen Stapel. Auch da, wenn irgendwas teuer gewesen ist, habe ich es wahrscheinlich schon eingeblendet. Ich gehe jetzt nur noch mal durch. Also hier Tai und Matt natürlich extrem cool. Auch Sora und Joey oder Izzy und Mimi. Das ist eigentlich so meine Favorites. Ansonsten, ja gut, so ein Verigarumon oder so natürlich auch. Aber Nokia hier und Takumi. Warte mal, die Doppelten hatte ich mir schon extra noch mal weggelegt. Dann, was haben wir hier noch? Ja, muss auf den anderen Stapel zurückgreifen. Hey, komm mal her. Die da fehlt noch. Ah, genau, so. Genau, das hier, also die hatte ich auch noch gezogen. Die waren jetzt nur halt eben schon doppelt, deswegen habe ich die weggelegt. Nochmal Takumi beispielsweise. Dann nochmal Arata, nochmal Garurumon, Rinamon, nochmal die beiden. Nochmal Nokia, ne? Und nochmal die beiden. Und damit würde ich dann einfach mal meinen, war es das gewesen von Battle of Omni. Ich hoffe, dass ich nächste Woche zu Pokémon Go komme. Also zeitlich schon. Ich habe Zeit, um das aufzunehmen, aber dass die Boxen halt da sind. Ne? So, dass ich dazu komme, meine ich. Weil da habe ich schon ziemlich Bock drauf. Und ansonsten muss ich mir halt was anderes überlegen. Es wird auf jeden Fall dann nächste Woche wieder Pokémon geben. Halt immer schön ein bisschen Abwechslung drin haben. Und ja. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören oder zu sehen, besser gesagt, hoffentlich. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Ausgaben von den TCG Openings wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Alle Wurscht, ciao.